Yeah. Oh, ein Lucky Two. Und der bietet mir freundlicherweise einen Pilz an. Also einen One-Up-Pilz. Aber der Trick ist, man darf ihn eigentlich nicht nehmen, weil, wenn ich ihn nehme, ich mache das jetzt einfach mal trotzdem. Okay, ich würde es machen. Also er ködert mich damit. Aber sobald ich ihn genommen habe, fängt er an mich mit... Boah, das ist für dich. Fängt er an mich halt mit Lucky Twos, nicht mit Lucky Twos. Er ist ja selber der Lucky Two. Mich mit Spinies abzuschmeißen. So, ich kann jetzt mit der Wolke hier fröhlich. Ich kann jetzt auch eigentlich theoretisch ein bisschen weiter hochfliegen. Aber ich bleibe jetzt mal ein bisschen unten, damit wir auch ein bisschen vom Level auch sehen können. Obwohl, ja doch, das hat ja auch ein Secret Exit hier. Vielleicht kann ich ja beim nächsten Mal dann hier einfach ein bisschen überfliegen, wenn ich es überhaupt hinbekomme. Wow, ich habe ihn geglitscht. Guckt ihn euch an, er ist jetzt neben der Röhre so gesehen. Weil Yoshi dabei war, ihn zu essen. Oh, jetzt habe ich ihn zerstampft. Na gut, in der Röhre drin. Hat jetzt eigentlich auch noch nicht, glaube ich, so gehabt. So ein Fehler, so. Jetzt haben wir auch Röhren hier, die rauf und runter gehen. Essen. Ich bin eigentlich schon viel langsamer unterwegs, so gesehen. Die verschwinden doch gar nicht, die Wolke. Eigentlich, normalerweise verschwinden die auch nach einer Zeit, aber manchmal irgendwie auch nicht, keine Ahnung. Jo. Hier müssen wir rein. Und Secret Exit. Wow. Und das führt mich noch weiter in ein Level, aber Secret Area. Aber wir machen erstmal hier nochmal weiter. So, nochmal weiter. Wow, fängt ja schon super an. Fliegen einfach ein bisschen hoch. Boah, der ist hartnäckig hinter mir her. Oh, und er schafft es auch noch. Wo ist mein Yoshi? Er ist im... Das Gebrache, mein Freund. Oh, ein Leben, wie nett. Und bam, gegeben. So, jetzt bin ich hier unterwegs. Die Rache für meinen verstorbenen Yoshi, würde ich mal sagen. Jetzt bin ich ganz gemütlich in meiner Wolke unterwegs. Ich meine, ich könnte wirklich hochfliegen, weil ich glaube auch oben Münzen oder so sind. Oh, okay, diese läuft jetzt doch ab. Seht ihr, das ist total komisch. Normalerweise laufen die auch ab nach einer Zeit, aber eben konnte ich halt unendlich lang behalten. Ich brauche hier drücken, hier gibt es Geld. Oh, scheiße. Na gut, dann geht mal das. Ah, der nächste. Ah, Moment, hier gibt es auch Power-Ups, oder nicht? Yeah. Ich will trotzdem das haben. Cape ist immer besser. Und hier irgendwo wartet das Ziel auf mich. Yes, und damit haben wir, zack, automatisch eine zweite Dingsblume. Wie nennt man das? Nicht Blume, eine zweite Feder. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Und das führt mich einmal kreuz und quer wieder hier zurück, hier hin. Aber wir wollen hier unten weiter, im Forest Secret Area. Das ist ein ganz besonderes Level, nämlich wir gehen auf so eine Plattform drauf und dann lassen wir uns das gesamte Level von so einer Plattform einfach tragen. Der Endroad geht natürlich auch voll ab, weil er sich voll am Bewegen ist. Wir können ja jederzeit auch die Dings wechseln. Aber wir können eigentlich auch die ganze Zeit auf einer von denen bleiben. Je nachdem, welche halt die cooleren Sachen bietet. Also wenn wir jetzt auf die andere, können wir schick die Yoshi-Münze uns ergattern, aber... Kein Bock gerade. Das lassen wir einfach fallen. Jetzt ist hier unten zum Beispiel irgendwas. Aber, oh scheiße. Okay, wisst ihr was? Ich mach das so. Wenn da Power-Up drin ist, bin ich dabei. Denn anscheinend brauche ich auch gerade eins, aber... Ich will trotzdem das andere behalten. Die Blume ist nur so mein Not-Power-Up. Boah, auf dem Hintergrund starren wird mir langsam irgendwie ein bisschen schwindelig. Boah, ich meine, das geht echt ab. Achte mal jetzt wirklich voll nicht auf das Spiel, sondern auf den Hintergrund einfach. Ja. Und jetzt achte wieder schnell auf Mario. Wow, schwindelig, oder? Dann gibt es eine Sache, die ich nicht verstehe, nämlich, seht ihr, ich gehe über das Ziel, aber trotzdem ist es im Ziel, aber ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, dahinter zu kommen, denn, okay, da ist ja gar nichts, aber ich hatte im Kopf, da warten wir Leben oder so auf einen, dass man irgendwie dahinter kann. Egal, dann vergiss, was ich gesagt habe. Gut, und damit geht es hier raus, nicht ganz zu Schloss 5, sondern irgendwie zum, naja, eine andere Abknickung nehmen wir hier, zum Forest Fortress. Das ist ein recht fieses Schloss. Mal wieder Autoscrollen halt. Ist ähnlich wie das erste Schloss aufgebaut, der zweite Teil vom ersten Schloss.
Also, es scrollt hier lang und überall donnern die Dinger aus dem Boden. Nur, das ist diesmal viel anspruchsvoller. Es sind überall Kettensägen. Also könnte sein, dass ich mich auch hier ein bisschen verletzen werde im Level. Oh, und der Trick, also nicht der Trick, der Nicht-Trick ist, einfach ganz vorne lang zu laufen, weil ich laufe hier ganz brav vorne lang und irgendwann kommt dann so ein Punkt, da ist einfach so, ich habe hier das Glück, dass hier alles freigeschaltet ist, dass hier auch überall Boden ist. Sonst würde es ja noch schwieriger werden und dürfte ich hier gar nicht erst lang laufen. Aber irgendwann kommt einfach ein Loch oder so und dann ist vorbei, aber obwohl, ist jetzt schon vorbei, das ist cool. Okay, zweiter Teil vom Schloss, überall Kettensägen, der schnell hochrennt einmal. Wow, okay, ich habe mal Glück gehabt. Hier donnert überall was aus dem Boden raus. So Lava-Stücke und so. Wow, okay, nicht so voreilig. Ja, stimmt, und hier gibt es eine ganz besondere Stelle irgendwie, nämlich hier ist die Boss-Tür. Aber wenn ich hier oben lang gehe, also, wow, da kann ich da, glaube ich, herfliegen. Boah, oh Gott. Und ich habe das ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ich bin noch nie hier lang geflogen. Ich habe entweder nie die Gelegenheit gehabt, weil ich nie ein Cape hatte, oder ich habe verkackt. Das ist das erste Mal, dass ich das schaffe. Ich glaube, das erste Mal, dass ich überhaupt hier bin. Oh, und hier warten einfach nur Leben auf mich. Oh, aber wie viele? 6, 7, 8, 10 Stück. 10 One-Ups. Also das ist wirklich, das ist auch wirklich eine schwierige Leistung, die ich gerade gebracht habe. Muss man fairerweise sagen. Hier warten wir die Resnors, also die würden auch in der anderen Tür auf uns warten. Der Boss macht keinen Unterschied. Oh, oh. Okay. Ah, toll, jetzt muss ich erstmal warten. Gut, schwierig sind sie an sich nicht. Resnors. Aber das, was gerade passiert ist, ist echt cool. So, ich darf trotzdem nicht in die Lava fallen. So, wenn ich nochmal so aus Spaß springe und so und Mario dann in die Lava fällt, auch wenn der Bildschirm jetzt gerade schwarz färbt, ich sterbe dann. Und dann ist blöd. Dann darf ich hier von vorne machen. So, und das ist unser vierter Weg in die Star World. Ich meine, hier ist noch Nummer 3 und hier ist Nummer 4. So nah und doch so fern. Aber wir müssen zurück in den Wald. Yo. Der Schwarzwald. Haha, weil es im Hintergrund schwarz ist. Weg damit. Ey, Mann, der gute alte Yoshi ist wieder back. Back in the saddle. Und hier haben wir Gegner und Pilze auch, tatsächlich. Die in Blasen so unterwegs sind. Ich meine, das Ding kann ich nehmen. Oder ich hau's einfach hier rein. Wo ich dann gar nichts mehr davon habe. Aber das Trampolin brauche ich, um hier hochzukommen. Also ich komme auch so hoch. Aber nicht immer halt. Ich könnte irgendwo fliegen oder vor dem Yoshi abspringen, aber die Gelegenheit habe ich auch nicht immer, wenn ich keine Power-Ups habe. Dann bin ich schon auf die Trampolin angewiesen. Okay, ganz viele Münzen. Also Münzblöcke, ja. Meine ich. So, und das Ziel. Ich bin jetzt mal ein bisschen geflogen am Ende. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich meine, man konnte ja immer noch das Level sehen, so. Ja, und das führt mich einfach wieder zurück zum Geisterhaus. Also, Pech gehabt. Man muss tatsächlich das Secret Exit hier kriegen, da unten, um überhaupt aus diesem Wald rauszukommen. Also müssen wir hier nochmal rein. Oh yeah, okay, weit komme ich ja eh nicht geflogen. Oh, das war cool. Zufall, aber cool. Schon mal ein Checkpoint erreicht. Okay, ich glaube, hier ist Ende mit Fliegen erstmal, oder? Ich kann hier einen neuen Anlauf nehmen. Also man kann ja echt, was in späteren Mario-Spielen auch gar nicht so möglich mehr ist, so Gelegenheiten zu haben zu fliegen. Ich glaube, hier muss ich rein, ne? Und da wartet das Secret Exit auf mich. Es gibt nur ein Kriterium. Ich muss zumindest groß sein, um die Blöcke aufzuhauen. Ich bin auch schon mehrmals Ziel gewesen und konnte nicht, naja, die Steine aufhauen, weil ich einfach nur klein war und mir das nötige etwas gefehlt hat. So, und jetzt haben wir es ja rausgeschafft und es geht ins Roy's Castle. Schloss Nummer 5. Yoshi wartet draußen. Das
Haben wir jetzt mittlerweile alle verstanden. Und hier gibt es eine Besonderheit, nämlich so ein Kettenblock. Und auf den bin ich angewiesen, um hier überhaupt durchzukommen. Erstmals in diesem Spiel aufgetaucht. In der New Super Mario Bros. Reihe, da kommt er wieder. Wird er wieder aufgegriffen. Wow, okay, ich darf auch nicht so weit rennen. Ich muss hier schön vorsichtig, nicht zu schnell, nicht zu langsam natürlich. Und jetzt kommen auch überall Feuerbälle. Den muss ich ausweichen. Oh, cool, der reißt einfach mal mit mir. Okay, wie weit können wir den mitnehmen? Jetzt sind wir erstmal in der Stachelzone gelandet. Ja, manche fallen auch runter, wie ihr schon sehen könnt, vielleicht an der Farbe. Und da fällt er. Wow. Hoppala, hab mich da durchgeglitscht. Das war's, oder? Ja, das war's. Der haut ab. Wir drücken einfach mal. Wow. Ach, da fallen diese Steine hier runter, die Feuer spucken. Und Leben haut von mir ab. Okay, ich darf jetzt nicht verkacken. Kann man auch schnell irgendwas falsch machen, weil hier überall sowas auf einmal auftaucht aus dem Nix. So, ich will einfach nur auf festen Boden erstmal haben. Okay. Und da haben wir den Boss. Also, so einen ähnlichen Boss hatten wir ja schon mal. Ich weiß nicht mehr, welcher Koopa es war. Aber der ist eigentlich genau gleich. Ich muss die Wände näher rücken, aber ich habe ihm gar nicht mal die Gelegenheit gegeben. Ich müsste den Bossen... Eigentlich mache ich das ein bisschen scheiße für das Spiel. Ich müsste die schon ein bisschen zeigen, also was die für eigentlich drauf haben. Die sind ein bisschen zu einfach, finde ich. Das ist das Problem. Ich kann einfach dreimal hintereinander draufspringen und... Gut, ist bei Mario Bros. 3 oder New Super Mario Bros. Oder so, da kann ich mir das nicht mehr leisten. Okay, ey, was ist denn los? Wieso geht das nicht kaputt? Ey! Oh! Und Mario wurde mitgebombt. Mario hat seinen Weg aus dem Wald rausgefunden, also aus dem Wald der Illusion, und hat ein Ende Roy Koopa gesetzt. Auf dem Weg. Achso, jetzt geht's auf dem Weg zur gefährlichen, aber leckeren, in Klammern, Chocolate Island. Eine Insel aus Schokolade. Haben wir nicht alle schon davon geträumt? Zumindest die von uns, die Schokolade mögen. Ja, das sollte eigentlich die Mehrheit sein. Oh ja, auf dem Weg dahin jetzt. Gut, sieht erst noch nicht so aus. Aber wir haben hier Dinos. Wow, große Dinos und kleine Dinos. Die großen können wir nicht essen. Hier können wir alles zerstören. Das, warte mal, wenn ich mal den hier so haue, seht ihr, dann wird der klein auf einmal. Mit Yoshi töte ich ihn einfach instant. Und ich glaube, die haben auch die Besonderheit, dass die nicht von Feuerbällen, oder? Doch, ich kann die treffen. Gab es nicht irgendwas, das ich nicht kann mit denen? Diese kleinen? Ich hatte irgendwie im Kopf, die Feuerbälle machen den gar nichts oder so. Aber, keine Ahnung. War ich vielleicht auch nur falsch im Kopf? Moment. Ich komme hier nicht ganz durch. Das heißt, wir gehen hier mal rein und schießen uns mal hier rüber. Oh, Moment. Ich nehme mal das hier, dann bin ich ein bisschen zuversichtlicher, was die ganzen Sachen hier betreffen. Bauen uns mal schnell eine Brücke. Die wir eh nicht brauchen eigentlich, aber egal. Oh. Okay, okay, ich verstehe schon. Jetzt eh einen neuen Yoshi gegeben. Wenn ich den jetzt gerade verkackt hätte. Und die springen auch hier die Röhren hoch und so. Also die denken sich nicht so wie Koopas, dass da nichts, also dass sie ja nicht durch können. So, ich habe jetzt einfach gar nichts mehr gedrückt. Und bin hier erfolgreich durchgekommen. Yeah, Peace-Zeichen. Machen wir uns ein Peace-Zeichen. Das ist auch so ein Markenzeichen. So, und damit geht's ins Geisterhaus. Aber ich glaube, das hat kein Secret-Exit. Mal sehen.